ein kurzer Gedanke. So, willkommen zu einer neuen Episode meiner kleinen Reihe Nur ein kurzer Gedanke. Angestoßen durch eigene Erlebnisse, ich habe in den letzten Monaten viel Zeit in Krankenhäusern und Arztpraxen verbracht, ist mir der Gedanke noch einmal gekommen, welche Macht Pflegende haben. Macht ist erstmal nichts Schlechtes, finde ich, sondern Macht kann man ja auch sozusagen zum Wohle des anderen nutzen, aber natürlich kann man auch Macht missbrauchen. Und ich habe mich gefragt, Pflegende sind in jedem Fall mächtig gegenüber den Zupflegenden, aber sind sie vielleicht zu mächtig? Oder anders gefragt, wer bringt den Pflegenden eigentlich bei, mit dieser Macht, die sie haben, umzugehen? Wir selber, ich auch im Dialogzentrum und ich schon seit 30 Jahren rede immer davon, dass ich mir wünsche, dass es einen Dialog auf Augenhöhe gibt, ja, zwischen Forschung und Praxis. Aber natürlich muss es den auch geben zwischen pflegerischer Praxis und Patienten, Bewohnern oder wem auch immer. Ich mache mal ein Beispiel, ein einfaches Beispiel, was viele vielleicht von Ihnen kennen. Ja, Sie haben eine Person, die ist bettlägerig und klingelt alle 5 oder 10 Minuten oder manchmal vielleicht jede Stunde, um zur Toilette zu gehen. Die meiste Zeit, wenn Sie denjenigen oder diejenige aus dem Bett holen und helfen, zur Toilette zu gehen, kann er vielleicht nicht. Und irgendwann fängt es an, oder es gibt einige Leute, die sagen, das ist nur Schikane, ja, der will uns nur schikanieren oder wie auch immer. Aber tatsächlich, der Umstand, zur Toilette zu müssen und davon abhängig zu sein, dass jemand mich zur Toilette bringt und dieser sagt dann, ja, ich komme gleich und dann kommt er wieder nicht und dann müssen Sie wieder klingeln, damit er kommt und der ist dann schon genervt, wenn Sie kommen und so weiter. Da haben natürlich Pflegende eine ungeheure Macht. Solche Situationen gibt es natürlich ganz, ganz viel. Das hat auch was mit Gewalt zu tun. Ja, in der Gewaltforschung kommt das vor. Solche Situationen, die sind nicht immer sozusagen, die entspringen ja nicht immer der Boshaftigkeit der Menschen, der Pflegenden, die dort arbeiten. Ganz abgesehen davon geht es auch nicht nur um examinierte Pflegende. Es geht natürlich auch um Laienpflegende, denn leider Gottes ist gerade diese Arbeit, wie Toilettengänge und so weiter, wird in vielen Einrichtungen, insbesondere der Altenpflege, vor allen Dingen von nicht examinierten Kräften bewegt. Also ich habe mich gefragt, es ist unbestritten, dass man eine ungeheure Macht hat, die man auch, die unter Umständen auch missbraucht werden kann. Und ich habe mich gefragt, wo in der Ausbildung werden denn Altenpfleger, Krankenschwestern darauf vorbereitet? Wie wird man darauf vorbereitet? Oder setzen wir andererseits, ich bin mir da nicht sicher, wieder voraus, dass Menschen sozusagen mit dieser Macht umgehen können, weil sie eine bestimmte Haltung haben. Da haben wir im letzten Gedanken ja schon drüber gesprochen, ja, also ob man personenzentrierte Pflege lernen kann. Ich frage mich aber einfach, also das ist so ein wichtiges und so ein Thema, was, glaube ich, vielen Pflegenden irgendwann gar nicht mehr so bewusst ist, wenn sie das lange machen. Ich habe mich oft gefragt in den letzten Monaten auch, wenn es um mich ging, ob dem oder derjenige überhaupt bewusst war, was bestimmte Handlungen für mich bedeuten. Dazu kommt noch etwas anderes. Diese Abhängigkeit, die Sie haben als Patient, als Bewohner im Altenheim oder wo auch immer oder Klient in einer Praxis, diese Abhängigkeit bringt Sie natürlich dazu, dass Sie sich dreimal überlegen, ob Sie sich beispielsweise beschweren, weil Sie zu der gleichen Person dann natürlich wieder hin müssen und die womöglich in welcher Art und Weise auch immer darauf reagieren wird und vielleicht eben halt sich über Ihre Beschwerde so sehr aufregt, dass dieses Thema oder dass das für Sie sozusagen womöglich oder die Angst ist da, dass es womöglich noch schlimmere Konsequenzen hat. Also die Frage ist, und das ist ja auch mal die Frage an die ganzen Pflegepädagogen, wird über diese Macht und die Möglichkeit des Machtmissbrauchs und wie man sich gegenseitig überprüfen kann, wird darüber gesprochen in der Ausbildung? Meine Erfahrung, zumindest in der Altenpflege, ist, dass es kaum eine Kultur des gegenseitigen Kritisierens von Pflegenden gibt. Also ein Pflegender sagt selten einer seiner Kollegin, seinem Kollegen, Mensch, das kannst du doch nicht so machen. Also die Kritik zu äußern wird ganz häufig sehr, sehr persönlich genommen. Das ist im Privaten wie im Beruflichen so. Und insofern ist es dann häufig so, dass das schwächste Glied in der Kette, und das ist der Patient, das sind die Bewohner, diejenigen sind, die am meisten darunter leiden.
Darum frage ich mich immer im Moment gerade, ist wirklich die Forderung eines Dialoges auf Augenhöhe, einer Begegnung auf Augenhöhe, denn nichts anderes bedeutet personenzentrierte Pflege. Gibt es überhaupt diese Möglichkeit oder wird diese Möglichkeit schon dadurch genommen, dass es ein Abhängigkeitsverhältnis gibt? Ich bin noch lange nicht fertig mit dem Thema, aber ich setze mich gerade damit auseinander. Ich bin gespannt, was Sie dazu sagen und wie Sie dazu stehen. Ich werde auf jeden Fall an diesem Thema dranbleiben. Nur ein kurzer Gedanke.